dieses Spiel jetzt, der U19, ist für uns ganz, ganz relevant, weil es um die Relegation geht. Und da haben wir uns gemeinsam mit den jungen Sprayern hier überlegt, dass wir was sehr Kreatives machen wollen. Und ich denke, da werden sich die Spieler der U19 dann sehr freuen drüber. Wir durften ja extrem lange nicht mehr hier in AKS und da haben wir die Gunst der Stunde, sage ich mal, genutzt, um hier mal wieder eine Choreografie malen zu dürfen. Und da haben wir uns beim Nachwuchsleiter gemeldet, bei Marcel Sabatowski, haben gefragt, was können wir mal wieder machen, um mal wieder hier zu sein, ein bisschen zu sprühen, ein bisschen was zu machen. Und da hat er sich gemeldet und hat gesagt, hier unsere U12, die hat Bock, die 10- und 11-Jährigen. Und da haben wir uns gesagt, ja, dann gehen wir hier auf den Norddamm mit ein paar Jungs und Mädels und ziehen das Ding hier durch. Ein lockeres 6:4 für Chemie. Ich würde schon einen Tausender setzen auf uns. Wir haben eine sehr gute Hinrunde, will ich jetzt mal sagen, gespielt, obwohl es nur 6 Spiele waren. Ja, 9 Punkte haben wir geholt aus den 6 Spielen. Und dann hat uns wieder Corona gebremst. Und auf einmal rief mich der Marcel Sabatowski, unser jetziger Nachwuchsleiter, an und sagte, ihr dürft das Aufstiegsspiel spielen gegen Borea Dresden. Und das Geschenk nimmst du an. Ne? Also seit dem Tag waren wir heiß. Ja, das ist jetzt ungefähr 7-8 Wochen her, weil der Anruf kam. Wir durften noch nicht ganz trainieren, aber es hat dann auch nur noch 2-3 Wochen gedauert. Und ja, wir brennen. Ne? Dann gab es irgendwann mal eine Info vom NOV, dass die Möglichkeit besteht, dass die Ambition haben, Regionalliga zu spielen, sich zu bewerben können. Und da haben wir uns dann mit der sportlichen Leitung zusammengesetzt und haben gesagt, wenn die Chance da ist, dann hauen wir uns mit in den Lostopf. Einfach auch mit dem Hintergrund, perspektivisch und auch sportlich, da ein bisschen näher an die erste Herren mit ranzurücken, um solche Fälle wie auch Tom Gründling in Zukunft häufiger generieren zu können. Ich freue mich einfach, dass wir die Chance bekommen haben. Ich denke auch, dass alle heiß sind. Von den Trainern weiß ich, von den Spielern denke ich, ist es selbsterklärend für viele einfach auch mal eine einmalige Chance, so ein Spiel zu spielen. Aber bei mir hält es sich noch in Grenzen. Das könnte am Sonntag dann ein bisschen anders aussehen, wenn man direkt mit am Spielfeld dran steht. Es wird ein schwieriges Spiel. Ja, aber spielerisch haben wir unsere Jungs, glaube ich, so weit entwickelt, dass es machbar ist. Und am Sonntag wird die Mannschaft gewinnen, die mental volles Programm da ist, die das Spiel gewinnen möchten. Da denke ich, dass unsere Jungs weit vorne sein werden. Wir wissen, was wir können. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben die Jungs spielerisch gut vorbereitet. Taktisch sind sie gut vorbereitet. Auch dank Miro und auch Christian, mit denen wir uns in den letzten Wochen sehr häufig ausgetauscht haben. Und da muss ich den beiden auch nochmal im Namen des Trainerteams herzlich danken. Die sind uns wirklich überall am Unterstützen. Der Vorstand genauso. Flo Schmidt bringt sich schon ein, ja, mit seiner Erfahrung. Ja, das ist phänomenal. Die Jungs haben ihn super aufgenommen. Und wie gesagt, guck nach hinten, ne, was die kleinen Stadtpister vorbereiten. Das wird großes Tennis.